Jan, wie geht's? Bist du im Ref noch oder bist du schon voll Lehrer? Du bist du auch schon ver, auch schon ver, du bist im Cholerikum, hast du gesagt? Wir sind Kollegen, ja. Deutsch und Stadtanfluss, das ist schön. Bist du an so einer modernen Schule oder bist du hier in der NRW? Nee, nein, auch falsch, Blödsinn. Nein, wie wollte ich? Nein, 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 ist ja dumm formuliert. Das war von der Frage her. Man kann so viele Klaus, merkst du, wie man immer in Fettnäpfchen trifft. Bist du so, seid ihr so komplett durchdigitalisiert schon, Jan? Oder gibt's? Ihr habt iPads, okay. Dann im nächsten Jahr wird die Software draufgespielt, oder? Das kommt dann im nächsten Jahr. Das war, ich kenne Schulen, da waren wirklich die iPads, die waren anderthalb Jahre lang waren die gelagert im Schulamt, weil die sich nicht einigen konnten, welche Software da draufgespielt wurde. Da gab es keine Lizenzen und dann gab es und die waren anderthalb Jahre eingelagert und so. Naja, aber unterrichtest du noch, Jan, darf ich dich fragen, unterrichtest du noch mit so einem Klassenbuch hier oder ist bei dir, ist noch alles digital schon? Alles im Smartphone, ja, alles im, das ist Klaus, das ist jetzt gerade quasi die Frage, unterrichtet man schon damit, ne, dieses schöne, alte, dreidimensional, aromatisch und ehrlich, ja, oder mit einem, Klaus, was willst du aufs Pult knallen, ja, du kannst doch nicht so ein Smartphone aufs Pult, ich wüsste gar nicht, wie ich den Unterricht beginnen soll, ja, du kannst doch nicht, da kannst doch nicht so ein Smartphone aufs Pult knallen, oder, wie sieht denn das aus, oder, Ruhe jetzt mal, bam, das sieht doch bescheuert aus, dieses Buch würde mir total fehlen, Jan, fehlt dir nicht, dieses schöne Buch? Jan, wirklich, ich habe, also die werden ja immer, die sind dem Aussterben geweiht, kann man sagen. Diese Bücher, die für mich haben die eine Seele. Ja? Diese Bücher, das war der Spiegel der Klasse. Diese Bücher sahen nach einer Woche so aus, wie die Klasse intellektuell drauf war. Ja, das war quasi, es war verwachsen mit der Klasse. Die Schüler waren stolz auf ihr Klassenbuch. Die haben gesagt, ja, wie, ihr habt euers überhaupt noch? Ja, also das war quasi, dann war es ja halb abgebrannt, weißt du, das war, die Schüler haben sich ganz eng mit diesem Buch identifiziert. Die waren, das ist wirklich so gewesen. Und jetzt identifizier dich mal mit so einem Algorithmus, das ist doch bescheuert, ja. Und Jan, vor allem dieses Buch, das war als Lehrer, ist ja hier, ne, unglaublich wichtig, dieses Buch, das war quasi eine Körperlichkeit hast du damit entwickelt. Das hast du erstmal so hast du erstmal so aufgeschlagen, weißt du, konntest du dich immer schön hinter verstecken, wenn du nicht weiter wusstest als Lehrer, ne. Und dann konnte man das schön blättern erstmal, das war wichtig, ja. Ferien, 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 Projekttag, 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 Brückentag, Brückentag, ne. Unterricht, krass, ja. Das war schön, diese Bücher sind wichtig, ne. Und da haben wir uns drin verewigt, Klaus. Ja, wir haben alles da reingeschrieben, einfach um die anderen Kollegen zu belustigen. Ne? Englisch, Jeremy schmeißt mit Dönerresten. Poesie, oder? Allein schon das Wort Dönerreste, das würde man nie so verwenden, aber hier in so einem Buch, da schreibt man es rein. Ne? Jean-Luca lässt hörbar Körpergase entweichen. Ja, da haben wir uns richtig schön drin ausgedrückt. Das war wie so ein Wettbewerb. Ja? Wer schreibt die lustigsten Sachen? Ne? Das ist ja wirklich auch Überraschung. Ja? Kevin hat seine Hausaufgaben. Ja? Wo du so denkst, so, was? Krass, seit wann das denn? Und da haben wir uns, es war wie ein interner Dialog im Cholerikum, wer schreibt hier die lustigsten Sachen? Mathematik, die Grundrechenarten liefen gut, aber dann ging es in die Brüche. Ja? Also nur so als Beispiel. Ne? Ich liebe das Klassenbuch. Ja? Biologie, die Lernbereitschaft der Schüler liegt im homöopathischen Bereich. Ich liebe das, es sind alles wahre, es sind keine, Jan, ich schwöre dir, es sind alles einfach genommene Einträge aus 12 Jahren Schule. Schizophrenie im Tierreich, ein halbes Hähnchen berichtet. Ja, also, ja, daher sind die Sachen. Ja. Wir hatten einen Geschichtslehrer, der hat wirklich reingeschrieben, niemand hat die Absicht, einen unangekündigten Test zu schreiben. Ne? Ist wirklich wahr. Und ersetzt durch eine digitale App. Jan, ist das nicht, ist doch traurig. Oder du kommst damit gut klar? Ah, siehst du, da kriegst du nämlich ständig SMS-Nachrichten und Mails und so weiter. Das ist im Grunde die Versklavung. Ja, dieses Ding hast du einfach in der Schule gelassen und du sofort warst aus dem Kopf. Ne? Und die App, du bist überall erreichbar. Krass, ja, wie das funktioniert. Aber die Frage ist, es ist ja eine Hilfe. Ne? Wir haben viele Kolleginnen und Kollegen aus meiner Schule, die haben zum allerersten Mal eine Dienst-E-Mail geschrieben. Ja, Jan, die waren, ja, während Corona, das erste, die wussten gar nicht, dass sie einen Account haben an der Schule. Ja, die waren so, war so krass. Ja, für die ist wirklich wahr. Klaus, für die ist eine Box mit Mehl in der Küche. Das ist eine Mailbox. Ja, und auf einmal kriegen sie da E-Mails und so weiter. Wir haben eine Kollegin, eine sehr liebe Kollegin, die Raclette Rita. Raclette, kennt ihr noch die Kollegen, die in ihren Mundwinkeln immer so weißen Speichel angesammelt haben, der dann beim Reden, ja, werden sie liebevoll Raclette Rita genannt. Eine ganz liebe Kollegin, sie sagte nur, sie fremdelt mit den neuen Medien. Das ist schön, oder? Sie fremdelt. Ja, eine ganz liebe Kollegin. Ich habe ihr eine E-Mail geschrieben mit einer PDF im Anhang, ja, PDF-Datei.
Unterrichtsmaterialien zum Faust. Und 3 Tage später kommt eine E-Mail von ihr an mich zurück mit der gleichen PDF im Anhang. Und da habe ich noch zu ihr gesagt, Rita, warum schickst du mir das wieder zurück? Brauchst du doch nicht. Und dann sagt sie, ja, ich habe gedacht, du brauchst das noch. Und das ist süß, oder? Ist süß. Also ich weiß nicht, wir haben ja auch vor allem Unterricht. Hast du viel Fernunterricht gemacht, Jan, auch digital? Schon, ne? Fernkonferenzen, Videokonferenzen. Es ist ja die ersten 20 Minuten von jedem Fernunterricht, ja, über Kamera, Monitor, sind ja erstmal identisch. Die ersten 15 Minuten kannst du immer. Immer das Gleiche. Könnt ihr mich sehen? Könnt ihr mich hören? Könnt ihr alle ein bisschen, weil bei mir kommt akustisch nichts. Könnt ihr mal alle eure Mikros anmachen? Ausmachen, nochmal anmachen, nochmal alle aus, nochmal alle. Ihr sollt anmachen, ihr sollt aus, mal bitte nochmal rein, bitte nochmal alle mal ausloggen, nochmal alle ausloggen. Ihr sollt euch aus, ihr sagt. Ja, danke. Das ist sehr lieb. Ich kann Applaus von Mitleid unterscheiden. Ja, inzwischen. Ich kann. Aber es ist immer identisch. Es läuft immer gleich ab. Ja, wirklich. Die ersten 15 Minuten kannst du in die Tonne kloppen. Ne? Und dann, weißt du, und dann Torben Manuel, nimm den Fahrradhelm ab. Du bist zu Hause. Ja, du brauchst den nicht anhaben. Justin, ich sehe, dass das ein Pappaufsteller ist. Ja. Der hatte quasi hinter die Kamera, Klaus, sich so einen Pappaufsteller einfach hingestellt. Der war verschwunden. Ja, aber er hat sich da selber abgebildet, wie er vor so einer Bücherregaltapete sitzt, im Philosophen-Look, ne, so. Und er selber war irgendwo, keine Ahnung wo, und hat sich selber einfach das Foto abgefilmt. Ne. Und dann haben wir gesagt, Justin, das passt doch nicht zu dir, so eine Bücherregaltapete. Na egal, aber immer das Gleiche. Murat, mach die Shisha aus, ich sehe dich fast nicht mehr. Ne. Und das Interessante bei den Videokonferenzen, Jan, korrigiere mich auch, wenn ich recht habe, aber das Interessanteste fand ich wirklich, wie soll ich es beschreiben? Also das Interessanteste war im wahrsten Sinne des Wortes, waren die Hintergründe. Also auch im übertragenen Sinne, wahrhaftig, also metaphorisch und auch wie im wahren Leben, also wie im normalen Unterricht, der Unterricht als solcher, ja, das Endprodukt, ist das am wenigsten Interessante am ganzen Schulleben. So, was an der Tafel steht am Ende, komm, scheiße, schreiben wir ab, aber alles andere ist für die Schüler spannend. Der Weg zur Schule, der Weg zurück, ja, der Besuch in der Mensa, im Café, das Zettelchen, was einmal um den Tisch durchgereicht wird, das, was zwischen den Zeilen passiert, das ist das Eigentliche, das gesamte Soziale, ja, der eigentliche Unterricht, scheißegal. Und in dieser Digitalwelt, da gab es gar nicht mehr irgendwas, was zwischen den Zeilen stand. Da gab es nur diese todlangweiligen Videokonferenzen. Und der einzige kleine, sag ich mal, Lichtblick, so, das Individuelle, das waren die Hintergründe. Ja? Wie sieht es bei XY zu Hause aus? Ja? Dieser kleine Einblick ins Jugendzimmer, das war das einzig Spannende. Ne? Wie sieht das Jugendzimmer vom Mitschüler aus? Das wollten die sehen. Wie hoch ist der Status der Verwahrlosung? Ja? Das wollten die sehen, ja, dieser Einblick, weißt du, irgendwo sich quasi was Individuelles zu sehen. Ne? Und da haben die ja die Hintergründe ausgetauscht, die Schüler. Ne? Die haben sie ja den Hintergrund genommen, dann konnten sie dann, haben sie sich dann abgebildet vor der Golden Gate Bridge. Ne? Der Justin dann vor der Golden Gate Bridge. So, yay, ne? Ja. Grüße aus New York. Ne? Ja. Ja. Das haben wir ihnen dann auch erklärt, Klaus. Ne? Das haben wir ihnen dann gesagt. Und dann, aber die Hintergründe, ne? Manche hatten dann die Nordlichter als Hintergrund, waren so ein bisschen Natur. Es war quasi ein Politikum, welcher Hintergrund bin ich? Ja? Eine digitale Identität hat man sich gesucht. Wer bin ich im Netz? Auch der Account-Name war wichtig. Wie heiße ich im Netz? Das war quasi deine Identität auf einen Account-Namen reduziert. Ja? Weiß ich nicht. Klausi. Ja? Klausi 74. Keine Ahnung. Weißt du, so reduziert. Und der Torben Manuel wollte Arzt werden. Wie nennt er sich im Netz? Dr. Med. Und haben alle gesagt, es war todlangweilig. Ein Tag später Dr. Med den Rasen. Ja? So. Und das fanden wir jetzt. Das war süß. Nein, das war quasi, die haben geguckt, welcher Accountname kommt gut an. Weißt du, das war so interne Belustigung. Es gab ja nichts anderes. Es gab nur diese langweiligen Videokonferenzen. Das Einzige war, und andere, wahre Geschichte, ich schwöre es, Jan, pass auf. 9. Klasse, Larry. Larry, süßer Schüler, 9. Klasse, Lieblingsfach Englisch. Wie nennt er sich im Netz? Vocabulary. Ja, es ist wirklich wahr. Und er war der Vocabulary. Und er war gar nicht so gut in Englisch, verstehst du, ja? Aber der ist im Grunde viral gegangen. Alle wollten so von ihm wissen. Ja, was heißt denn so auf Englisch und so? Du bist doch der Vocabulary, du musst das wissen, weißt du? Und plötzlich hat er gebüffelt, weißt du, er war ja der Vocabulary, ja? Und dann war er plötzlich der Vocabulary. Das ist quasi eine digitale Identität. Das ist, die Schüler gewöhnen sich so schnell an diese Sachen. Das ist irre. Ja, das ist Wahnsinn, wie schnell diese neue Technik aufsaugen. Der Torben Manuel, der hat bei sich zu Hause, ja, am Ende vom Online-Unterricht, nach dem Fernunterricht, hat der bei sich zu Hause
den Stuhl hochgestellt. Ja?